Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder Mittwoch. Ihr wisst alle ganz genau, was das heißt. Riesige Pizza Mafia im Angebot für 6 Euro. Nein, also gut, das gibt's natürlich auch. Aber wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst von mir und meiner oder unserer Community. Und das wollen wir euch natürlich heute zeigen. Am Ende wartet auch wieder der Schocker der Woche. Aber fangen wir einfach mal an. Die Woche ging los mit einem Meltan. Das hat uns die Linsira wieder mal gezeigt. Die hat ja schon ein 100%iges. Das hat sie auch entwickelt. Aber sie hat einfach mal ein bisschen getauscht und hat noch ein 98%iges hinterher bekommen. Also die kann sich da wirklich eine dicke Maschine basteln. Glückwunsch dafür. Dann hatten die Leute Fragezeichen über dem Kauf, denn plötzlich ist ein Schatten aufgetaucht bei Teilzeitlegende und der hat sich natürlich gefragt, was das ist. Wer jetzt schlau ist, oder das nicht schlau, ich will nicht sagen, dass jemand dumm ist, aber wer das natürlich schon hat oder ganz genau hinsieht, weiß, was es ist. Wenn nicht, hat der Brian hier die Antwort für uns. Ein Bojelin, ein wildes Bojelin gefangen und manche berichten ja immer noch, dass sie keinen Barmelin haben und auch immer noch keinen Barmelin wild gesehen haben. Und da sitzt einfach mal die Weiterentwicklung rum, richtig dievenhaft mit Schal und ja mit so Boa, mit einer Boa um den Hals rum. Richtig genial, wie Ric Flair natürlich. Dann die Linsira wieder, hat ein 100%. Wo steht das denn? Da steht ja gar nichts. Gut. Die Linsira hat ein 100% Shiggy bekommen. Auch Glückwunsch dafür, ein normales 100er. Davon habe ich leider nicht. Nur das mit der Sonnenbrille als Shiny. Aber das gab es ja auch so einer Aufgabe aus einer Feldforschung. Das haben ja mehrere. Aber ihr wisst, die Linsira hat immer Glück und da geht es immer richtig ab. Dann, sie hat wohl eine Glückssträhne, da sind wir dabei, vor allem heute eine Glückssträhne, das ist ja eigentlich fast immer so, gab es auch gleich noch ein 98%iges Dratini, auch noch auf einem richtig guten Level, also das hätte ich dann natürlich sofort entwickelt. Der Lukas hat uns gezeigt, er hat ein Shiny Evoli getauscht, hat ein Glücks-Evoli rausbekommen und jetzt hat er ein Shiny Glücks-Evoli mit 93%. So viel zu, Shinies sind kacke, weil die immer schlechte IV haben. Wenn ihr das ein bisschen tauscht und Glück habt, kommt auch was Dickes bei raus. So wie beim Quede hier aus dem Feldforschungsdurchbruch. Der hat nämlich ein Lavados bekommen. Ihr wisst, es kann ja momentan alles drin sein, also die drei Vögel und die drei Raubkatzen und die drei Vögel natürlich in Shiny, so wie bei ihm hier mit 1433. Werte weiß ich zwar jetzt gerade nicht, aber ein Shiny Lavados aus dem Feldforschungsdurchbruch, auch eine krasse Sache. Bei mir, ich hingegen, habe ein Raikou bekommen, ein 93%iges, finde ich aber auch krass, denn jetzt, wo die Ligen kommen und ihr ja bis 1500 dann betteln könnt, ist so ein 1469er ganz cool, dass man das mit reinnehmen kann, denn alle anderen waren ja Level 20, hatten also über 1,5, die man aus den Raids bekommen hat, oder man hat seine guten hochgepusht, die schlechten weggeschmissen. So sind die Dinger eigentlich jetzt ganz nützlich. Dann wisst ihr genau, es wurde Shiny Traunfugil eingeführt. Wer hat sich das denn eingeführt? Und die Ditch hat uns gezeigt, wie das aussieht. Die hat nämlich schon eins bekommen. Richtig coole Sache, also ich habe noch keins, ich bin aber weiterhin auf der Suche. Terrorzicke hat ein Shiny Shuppet bekommen, auch Glückwunsch dafür natürlich. Pupsi, da habe ich mal wieder ein Raid für sie gemacht, die ist ja immer so beschäftigt und habe ein 98%iges Cresselia rausgeholt. Danke Bubi, schreibt sie. Wunderbar, ist das Beste, was ich jetzt bei uns so gesehen habe, weil ich selber habe ja nur ein 93, 96, auf jeden Fall ist sie jetzt besser dran als ich, das muss man sich mal vorstellen. Dann habe ich ein, was ist das überhaupt? Das habe ich glaube ich reingenommen, weil das ein Wettergeboostetes war mit 2022 und ich das auch cool fand, richtig hohe Werte, dachte ich, war dann doch nicht so hoch, aber mit Wetterboost sind die immer cool. Harald hat uns geschickt ein Mediti, das saß hier im Kehrweg, ganz um die Ecke, gleich verstreut, hat das gepostet. Dann sind die Leute natürlich los, haben sich das Mediti geschnappt mit 100%. Ich meine, damit macht man eigentlich nicht wirklich was, aber 100er kann man immer sammeln, für die Sammlung ganz cool. Hatte ich zwar schon ein 100er, aber noch eins kann man sich ja auch mal gönnen. Dann war ich in Meiningen unterwegs, da waren wir essen beim Inder.
Und genau an dem Tisch, wo wir gesessen haben, habe ich dann mal ins Pokémon reingeschaut und direkt an dem Restaurant einfach eine Arena und zwei Stops. Der Kreis, der ging auch noch um den zweiten Stop rum. Man hätte also bequem beim Essen sitzen können, hätte klickern können, hätte immer schön die zwei Stops und die Arena drehen können oder ihr hättet einfach Lokmodul angemacht. Beim Essen Pokémon, beim Inder Pokémon. Also richtig coole Sache, wo sich das Zeugs immer rumtummelt. Dann war es wieder mal soweit. Es ist wieder was passiert. Wir haben einen neuen Stop bekommen. Und zwar im Nagelstudio. Ja, da ist jetzt ein Nagelstudio drin. In dieser Villa. Hier, was steht denn da? Kann man nicht lesen. Gut. Reich verzierte Villa mit Spitztürmchen. Das ist also ein neuer Stop geworden. Genauso wie die Brücke im Park. Also beim Kanal unten. Ist auch jetzt ein Stop geworden. Sieht natürlich auch gut aus. Und zusätzlich ist ein Stop, den wir hatten am Bahnhof, jetzt zu einer Arena geworden. Und das hat mich schon immer gewundert, denn egal durch welches Kaff man gefahren ist, jeder verschissene Bahnhof war einfach eine Arena und bei uns war der Bahnhof einfach nur ein Stop. Jetzt ist er natürlich auch eine Arena, da freut man sich, dass in letzter Zeit wieder so viele Dinge dazukommen und passieren. Black Scarwolf zeigt uns, der Morgen fängt schon gut an, hat er gleich mal ein Shiny Kramurx mitgenommen, Glückwunsch auch dafür. Dann ein Shiny Raichu und das habe ich auch auf dem Account von Pupsi gefangen. Aus dem Raid und wird dann natürlich rübergetauscht, heimlich still und leise. Nein, das war ja abgesprochen, das ist ja okay, das kann man ja so machen. Sieht aber cool aus natürlich, ist jetzt nochmal schwächer geworden. Gut, das ist noch nicht das Getauschte, das ist noch das Gute auf Level 25. Nachdem ich es mir getauscht habe, war es natürlich dann Schrott, aber immer noch shiny. Der Bockwurst-King zeigte uns, er hat sich einfach ein Zobiris geholt, ein goldenes, ein shiny Zobiris, was mir natürlich auch noch fehlt. Linzira wieder mal, heute geklickert, ein 100% Pandimos, richtig cool natürlich, obwohl Pandimos eigentlich übelst nervt, aber 100er gehen immer, selbst wenn man 20 Pandimos hat, 100er, ein 21. geht auch. Xtreme hat uns gezeigt, das ist neu, oder, dass der schon das Update hatte über die APK-Datei, und dass man beim Pushen jetzt also sieht, wie viel WP das Pokémon nach dem Push hat, dass man nicht überpusht, wenn man einen bestimmten Wert haben möchte. Mittlerweile sollte das Update für alle draußen sein und jeder das Update haben. Man rechnet ja schon damit, dass ab heute Abend 22 Uhr vielleicht die PvP-Kämpfe eingeführt werden. Da eben jetzt das alles rausgegangen wurde, es wurde forciert oder sonstige Begriffe fallen da immer in dem Zusammenhang. Und da jeder jetzt das Update hat, könnte man damit rechnen, dass vielleicht heute Abend noch was geht. Der Lukas wieder, seht ihr? Einmal steht nämlich oben Zahnfee und dann steht plötzlich Zahnfee-Pokémon. Das ändert sich immer zu bei mir, die Kontakte von alleine, deswegen bin ich manchmal verwirrt. Aber hat er einen Shiny Weimar geklickert, finde ich auch cool, die Teile. Bei mir gab es dann mal ein Schmerbe, leider kein Shiny, die gibt es ja noch gar nicht. Aber ein Schmerbe mit 93% habe ich mal mit reingenommen, ist ja auch ein cooles Ding. Und dann früh, ihr seht, um 6.42 Uhr, da geht einfach immer übelst der Putz ab. Da bin ich gerade von Arbeit gekommen, bin nach Hause gelaufen und auf dem Weg gesehen, die ganze Stadt ist überflutet mit Raids, überall war was los. Und wenn man dann wirklich mal so 10 Uhr bis 15 Uhr aufs Handy guckt, da ist einfach nichts, nichts. Oder ein Einer und mal ein Zweier. Aber früh ist immer so viel los und dann sind keine Leute da. Das ist natürlich immer ärgerlich. Und beim durch die Stadt laufen habe ich bemerkt, ich habe einfach ein paar Stops gedreht und dann hatte ich zufällig dreimal die Aufgabe, gewinne einen Level 3 Raid oder höher. Mit Staub, Staub und einem Sonderbonbon ist natürlich auch cool, sind leichte Aufgaben, kann man mit einmal gleich wegmachen. Dann habe ich wieder ein paar Despotas gemacht, zusammen mit dem Thorsten seinem Account. Und richtig coole Sache, wenn man das zu zweit macht, ihr seht, 6 Bälle für Boss besiegt, 3 für Schaden, Kontrolle der Arena, die war zusätzlich auch noch gelb, gab es nochmal 2, wir sind beste Freunde im Spiel, gab es nochmal 4 und Leistung des Teams, weil kein anderer mitgemacht hat, nochmal 3, so kommt ihr auf 18 Bälle und 18 ist auch das Maximum, was ihr überhaupt bei einem Raid bekommen könnt. Mit 18 Bällen sollte das eigentlich eine todsichere Sache sein, dass ihr jeden Raid-Boss eintütet. Selbst wenn ihr daneben werft. Na, ihr müsst natürlich schon treffen, aber einfach fabelhaft ist bei den meisten Legendären ja keine große Sache. Und wer nicht, der gibt mir halt das Handy und dann fange ich das für denjenigen, ne? Wenn ihr irgendwo in Berlin in Raid spielt, schickt mir schnell euer Handy, ich fange euch das ein. Dann ein Riesendank nochmal auch an Thorsten, der war nämlich so gut und hat mir sein Shiny Kabuto abgegeben.
da ich immer so fleißig für ihn Despotars mitmache und farm und wenn er keine Zeit hat und nicht da ist, fragt er nämlich immer, ob ich das vielleicht für ihn mitmache und als Dank auch, ich habe ihn gefragt und er hatte kein Problem, hat gesagt, ja, kannst du dir ruhig nehmen. Er hat auch noch einen Shiny Krabby, aber das ist ihm so wertvoll, das wollte er behalten. Aber ich fand das Kabuto in diesem seichten Pfeffigrün einfach so genial und das wollte ich unbedingt haben und mir wollte das schon mal jemand abgeben, hat das aber dann schon entwickelt. Ja, Alex, du hast es einfach entwickelt. Und dann wollte ich es nicht mehr, weil dann war es ja doof. Denn dann hätte man ja einmal das und ich brauche immer die Urform, das ist ganz wichtig. Wenn ihr mir auch Shinies abgeben wollt, dann nicht entwickeln, schreibt es mal in die Kommentare, schickt mir die einfach zu. Ich werde die dann mit der Post öffnen. Also danke nochmal an Thorsten auf jeden Fall, coole Sache. Dann habe ich ein bisschen gebrüdet, da kam ein 96er Fluffeluff raus. Ist das ein Fluffeluff? Ja, steht ja nicht mehr da. 96er Fluffeluff mit 15, 14, 14. Auch süß, das werde ich wohl so lassen. Ja, vielleicht entwickle ich es auch und schmeiße es weg, keine Ahnung. Dann saß mal wieder ein Sonnfell hier an der Hausarena mit 1700. Fand ich als mächtige WP-Anzahl. Dann habe ich gesehen, da ist trotzdem noch ganz schön was übrig beim Bogen. Da geht also noch was und Sonnfell ja auch ein kontinentales Pokémon. Früher gab es ja Lunastein, jetzt hat das gewechselt, deswegen haben wir gerade Sonnfell da. Aber so häufig ist das jetzt auch nicht. Dann wieder mal den Raid zusammen mit dem Thorsten. Ihr wisst Bescheid, der Thorsten, der Despotar-Hunter. Und da war ein wettergeboostetes Despotar auf Level 25 und da habe ich schon beim Fangbildschirm dank Kalzi IV, immer noch beste App, kann ich nur jedem empfehlen, außer Leuten mit iPhone, die können die nicht nutzen. Habe ich schon gesehen, ein 98%iges Despotar schon wieder. Ich kriege einfach keinen 100er. Mir werden die 98er aber hinterhergeworfen. Also coole Sache, jetzt auch nach der WP-Änderung. Seht ihr, ihr kriegt schon eins mit 2,7 in euren Beute. Das ist natürlich richtig krass. Der Zahnfee, also der Lukas hat nochmal gezeigt, der hat auch einen Shiny Dragonier getauscht, ist auch ein Glücks-Pokémon geworden mit 82 bis 84, vor allem Level 3. Das ist sehr edel, das ist richtig bosshaft. Aber cool, weil Shinies, die glücklich werden, sind immer so eine Sache. Ihr habt ja nicht so viele Shinies, normale Dratinis, kein Ding. Bei Shinies ist das wieder was anderes. Linsira wieder mal aus der Feldforschung, deswegen auch Level 15, hat noch ein 98%iges Traunfugil mitgenommen. Dann bin ich heute aufgestiegen mit dem Mikpu, wir sind jetzt auch beste Freunde, da habe ich leider den Screen nicht mehr, habe nachträglich also das nochmal abgescreen. Auch Grüße nochmal an Mikpu und danke für das schöne Geschenke schicken und Raids machen. Manche, die hängen ja schon seit Ewigkeiten immer noch auf Stufe 2 fest. Da geht einfach nichts mehr oder die haben schon längst wieder aufgehört. Aber ein weiterer bester Freund bei mir. Und dann habe ich eben, bin ich schon wieder auf Jagd gegangen, auf Shiny Alola Knoggerjagd. Zwar kein Shiny bekommen, aber ein 98%iges aus dem Raid. Hey! Und jetzt kommen wir natürlich noch zum Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche ist diesmal das Kampfschaf. Hey, wieder von Facebook natürlich genommen und ich fand das Bild einfach so cool. Diesmal nichts Krasses, kein 100er, kein Shiny 100er, kein 1000er, kein hin und her. Einfach ein Ampharos, was ein bisschen missgestaltet aussieht. Wie ihr seht, das hat irgendwie zwei Köpfe, beziehungsweise steht es einmal falsch, einmal richtig rum. Und jetzt ist der Schwanz von dem Hinteren einfach durch das Vordere gebohrt. Und es sieht einfach richtig pervers aus. Der Ismo würde sich da wieder freuen. Stendamon, sag ich nur. Das hat er ja mit dem Fleckmon damals schon so gemacht. Aber Kampfschaf hier, das habe ich gefunden bei Stefan Scholze Starke. Grüße gehen raus, danke dafür. Und ja, das war's einfach. Guckt euch das doch nochmal an. Es hat auch vier Ohren. Eigentlich sieht das ja voll süß aus. Und dann mit dieser roten Kugel da einfach auf der Schwanzspitze. Süß. Das war's aber für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Raider Mittwoch, wenn es wieder die Highlights der Woche für euch gibt, zusammengefasst. Und vielleicht haben wir bis dahin ja endlich mal ein 100er Despotar oder ein Shiny Knogger. Wer weiß. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.